Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar mit dem Thema Einstieg in den Optionshandel. Wie gewohnt zu Beginn, kurzer Überblick auf den Risikohinweis. Wie gewohnt werden Sie jetzt hier keine Handelsempfehlungen oder Anlageberatung finden. Das haben wir, glaube ich, zu Beginn immer erwähnt. Kurz noch zu meiner Person. Mein Name ist Christian Walter. Die meisten, die jetzt schon regelmäßig die Videos gesehen haben oder auch an den Webinaren teilgenommen haben, werden dies bereits kennen, sodass wir hier auch etwas schneller drüber hinweggehen können. Was wollen wir heute besprechen? Das heißt, ich hatte mal drei Themen rausgesucht, oder besser gesagt, zwei Blöcke mit jeweils drei Dingen, die ich Ihnen auch mal live zeigen möchte. Und dementsprechend auch hier ein paar Beispiele mit vorbereitet habe, mit ein paar interessanten Werten. Zuallererst die Credit- und Debit-Spreads. Was sind so die Unterschiede, Vor- und Nachteile? Und ich glaube, was immer ganz wichtig ist und was für mich nach wie vor so der, ja, ich will sagen, der Hauptansatzpunkt ist, was den Optionshandel, ich will nicht sagen, jetzt so attraktiv macht, aber auf jeden Fall berechenbarer als im Aktienhandel oder auch vielleicht Future oder Forex, ist eine Chance-Risiko-Analyse. Also ich kann Ihnen, werden wir dann später sehen, an Beispielen, heute genau sagen, was ist mein maximaler Gewinn und mein maximales Risiko. Das heißt, das können Sie natürlich bei Aktien natürlich auch irgendwo sagen, wenn Sie einen Stop-Loss und einen Profit-Target haben. Aber wir wissen alle, wir haben es im März, glaube ich, auch erlebt, dass natürlich da vieles passieren kann, auch über Nacht, wo man natürlich dann auch mal vor einer Überraschung steht, wo man später vielleicht dann nicht mehr reagieren kann oder nur verspätet reagieren. Aber auch da, glaube ich, werde ich ein paar interessante Beispiele für Sie finden, dass wir uns das an einem ja, konkreten Zahlenbeispiel anschauen. Das letzte ist dann der Open Interest und die implizierte Volatilität. Was sagt es aus? Das ist ein weiterer Faktor, glaube ich, was ja am Anfang schreckt es vielleicht viele ab, die jetzt vom Optionshandel so ein Stück weit noch nie etwas oder wenig gehört haben. Sind die vielen Werte, die Sie finden, Delta, Gamma, das wollen wir heute mal außen vor lassen, aber ich habe mal zwei Werte herausgesucht, Open Interest und implizierte Volatilität. Was zeigt es mir an und welche Möglichkeiten habe ich daraus, welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Und man kann dies natürlich auch dann schlussendlich ein Stück weit für Aktienhandel mitverwenden. Und das sind wir dann auch schon bei der zweiten Folie, um jetzt Ihnen mal einen konkreten Überblick erstmal zu den heutigen Themen zu geben. Ja, das Rollen einer Option, das kommt dann auch ein Stück weit damit zu tragen, weil es, was wir am Anfang angesprochen haben, welche Chancen, welche Risiken hat man? Und was ich gerade erwähnte, viele Informationen kann man wirklich auch für den Aktienhandel als Ergänzung nutzen. Und ich glaube, gerade in hochvolatilen Zeiten wie in den letzten 2 Monaten oder 3 Monaten, muss man ja fast sagen, ist es wichtig, dass die Optionen Ihnen eigentlich auch eine Möglichkeit bieten, wirklich einen garantierten Stop zu setzen. Also machen wir einmal ein Beispiel. Sie kaufen Twitter-Aktien. Heute Abend kommen die, ist nur ein fiktives Beispiel, natürlich die Quartalszahlen. Die Aktie stürzt um 20% ein. Dann ist es egal, über Nacht, wo Sie einen Stop-Loss haben, der wird natürlich dann morgen erst 20% tiefer greifen. Um wirklich eine garantierte Ausführung zu ermöglichen, kann man das mit Optionen ja, ein Stück weit bewerkstelligen. Das kostet natürlich in der Regel auch etwas, aber es gibt Ihnen wirklich eine Möglichkeit zu sagen, bei diesem Preis, egal was passiert, möchte ich die Position schließen. Und da kommen auch wieder sogenannte Optionen oder in dem Fall dann Long-Put-Optionen ins Spiel, wo wir auch mal ein, zwei praktische Beispiele Ihnen heute mit zeigen wollen. Ansonsten der letzte Punkt, die Prämiengenerierung mit Covered Calls. Also Sie sehen auch das, falls Sie es schon mal gehört haben, als Ergänzung zum Aktienhandel. Weil im Endeffekt ist es nichts anderes, als dass man auf bestehende Positionen, die man schon im Portfolio hat, einfach nochmal gewisse Call-Optionen drauf verkauft. Aber dazu dann auch, wie gesagt, später bei den praktischen Beispielen etwas mehr.
So, dann gehen wir direkt einmal die So, jetzt Workstation. sollten Sie. Sie hier meinen Screen dementsprechend sehen. Sie können mir auch gerne mal ein Beispiel nennen, wenn Sie jetzt eine Aktie haben, wo Sie Interesse haben oder wo Sie jetzt generell vielleicht eine Möglichkeit sehen, sich zu positionieren. Können wir uns auch so einen Wert mal anschauen. Ich habe mal zwei, drei Titel aufgrund der aktuellen Situation hier vorbereitet. Den ersten, den wir uns anschauen wollen, ist American Airline mit dem Symbol AAL. Ich gehe mal, dass Sie es vielleicht etwas besser einschätzen können, wo der Wert herkommt auf die täglichen Kerzen. Sie sehen, der Wert hat sich ja fast ja, deutlich mehr als halbiert. Das ist noch ein Drittel davon wert gewesen jetzt in den letzten Tagen, was wir als Kurs noch Anfang Februar hatten. Und so ein Stück weit, man sieht es auch am Volumen, bei der Aktie selber gab es natürlich jetzt hier sehr, sehr große Umsätze, sehr großes Volumen. Und der Wert, sage ich mal, auf verschiedenen Gründen ist natürlich momentan auch im Optionshandel besonders gefragt. Und wir hatten ja ganz zu Beginn erwähnt, dass wir uns mal mit den Themen auseinandersetzen wollen, Debit und Credit Spreads. Das sind so, sag mal, die Basics. Natürlich kann man auch ganz einfach mit dem Long Call, Long Put, was so die Standardvarianten sind, im Optionshandel beginnen. Aber ich glaube, das sind Dinge, die kann man natürlich auch hier auf verschiedenen Videos einmal nachvollziehen. Und ich möchte Ihnen einfach mal hier das Thema der Spreads näher bringen. Fangen wir erstmal an mit dem Debit Spread. Das heißt, wir haben hier, gehen mal die Zeichenfunktion rein, ganz kleinen Moment. So, Sie sehen jetzt, die letzten Hochkurse waren so etwas bei 13 Dollar. Also ich könnte jetzt in der Form, ohne jetzt die Preise der Optionen zu kennen, sagen, ich möchte hier darauf wetten, dass der Kurs in den nächsten 2 Monaten auf 13 Dollar steigt. Das kann ich natürlich auch ganz normal machen, wenn ich die Aktie kaufe. Wenn ich die Aktie kaufe jetzt zu 11,80, ist mein Risiko in der Theorie, wenn wir jetzt mal die Theorie nehmen, rein theoretisch könnte der Wert bankrott gehen, pleite gehen, ich könnte komplett die 11,80 Dollar verlieren. Ist natürlich, sage ich mal, bei einem großen Wert wie American Airline recht unwahrscheinlich, aber wir wollen es ja von der Theorie einfach mal beleuchten, um zu sehen, was sind die Vor- und Nachteile. Ein Debit Spread macht jetzt eins. Ich muss mich auch festlegen und sagen, was ist denn jetzt so der Bereich, wo ich denke, was könnte maximal wieder in den nächsten 2 Monaten kommen? Das heißt, ich versuche hier ein Stück weit nach oben auch ein Maximum mit einzugeben. Da wären wir bei, einfach nur ein Beispiel, bei 17 Dollar. Das sind so die Höchststände, die wir noch Mitte März hatten. Und das nennt man dann, wenn man zwei Strike-Preise hat und wir gehen jetzt von steigenden Kursen aus, wäre es in dieser Form dann ein Debit Spread. Und zwar wie folgt: Wir haben zuerst, ich zeichne Ihnen das mal hier ein. Leider geht es in der Zeichenfunktion. Ja, müssen wir anders machen. Also nehmen wir das Ganze. Mal hierhin, das heißt, ich kaufe einen Long Call mit dem Strike-Preis 13 Dollar und oben ist dann sogenannter Short Call, also Verkauf einer Call-Option auf 17 Dollar. Wir werden gleich sehen, was das Ganze kostet und was das vor allen Dingen mit dem Thema Chance-Risiko-Verhältnis zu tun hat. Wir merken uns bei der Aktie, wenn ich sie einfach kaufen würde und jetzt sage, okay, 17 Dollar ist mein Target. Dann hätte ich jetzt eine Möglichkeit aktuell von 5,20 Dollar. Wenn Sie jetzt eine Limit-Order setzen, wird die dann bei 17 Dollar ausgeführt, wenn der Kurs so hoch spricht. Das heißt, springt, ich hätte 5,20 Dollar als möglicher Gewinn, solange ich die Limit-Order setze. Und wie wir gesagt hatten, in Theorie, rein theoretisch, könnte ich auch die 11,80 Dollar verlieren. Wir müssen natürlich eins sagen, wir rechnen hier immer mit Faktor 100. Da ja eine Option 100 Aktien entspricht. Das heißt, um das in meinen absoluten Zahlen Ihnen noch zu verdeutlichen, vielleicht gehen wir da nochmal, kann ich Ihnen dann auch später nochmal einzeichnen, wären das hier in der Form 1.181 Dollar, die ich riskiere, wenn ich 100 Stück kaufe.
und hätte einen maximalen Gewinn von 500, ja, 20 Dollar. Das heißt, wir haben ein Chance-Risiko-Verhältnis, wenn wir das gegenüberstellen bei der Aktie, von circa 1 zu 2. Also ungefähr das Doppelte als Risiko, was wir als Chance haben. Und wie sieht das jetzt im Optionsbereich aus? Dafür gehen wir einmal über Pfeil in den. Moment, wir gehen hier auf New Window und öffnen einmal das Fenster Option Trader, weil da finden Sie die ganzen Optionspreise für die jeweilige Option. Das ist jetzt auch für die jeweilige Aktie besser gesagt. Das ist unser Fall American Airline. Wir hatten uns ja geeinigt, das Ganze mal bis Juli anzusetzen. Sie haben verschiedene Laufzeiten. Wie wir hier sehen, das ist 51 Tage. Wir hatten die Preise 13 und 17. Das kann ich jetzt leider nicht markieren, aber ich sollte sie in sichtbar sein. Hier sehen Sie den Bid and Ask. Also, was heißt das? Ich habe hier 1,20 Dollar für die Call-Option auf 13. Die muss ich kaufen. Also ich gehe hier auf Strategy Builder, sagt die 13er Call-Option möchte ich kaufen und die 17er verkaufen. Sieht man auch schön, sogenannter Bull Spread, also Debit Call Spread nennt man das auch. Und wie ist jetzt hier das Chance-Risiko-Verhältnis? Das sollte auch Ihnen hier angezeigt werden. Ich versuche das mal auf den anderen Bildschirm zu Das ist ziehen. leider auch ein bisschen schwierig. Also, das ist mein Chance-Risiko-Profil. Leider kann man es noch ein bisschen zusammenschieben. Ja, das heißt, Sie sehen hier auf der Seite rechts die Dollargrößen. Das heißt, mein maximales Risiko beträgt in der Form 90 Dollar. Und wenn wir das sehen, wir es leider nicht mehr ganz hier dargestellt. Ich weiß nicht, wie es so eher nicht weiter nach rechts scrollt. Aber Sie sehen, dass der maximale Gewinn ist natürlich die 17 Dollar, wo wir unser Maximum eingestellt haben. Und wie kommt das zustande? Das möchte ich Ihnen hier noch einmal kurz zeigen. Das heißt, wir kaufen eine Call-Option auf 13 und verkaufen auf 17. Was passiert im Endeffekt mit dieser Kombination eines Debit Spreads? Das heißt, wir haben einmal das Recht, die Aktie zu 13 zu erwerben und die Pflicht zu 17 zu verkaufen. Aber natürlich nur, wenn es über diesen jeweiligen Preisen liegt. Heißt, wenn der Preis, wenn wir nochmal ganz kurz zurück zur Aktie gehen, in der Form unter den angesprochenen Größen liegt, sollten eigentlich hoffentlich unsere Zahlen drin sein, wie jetzt, verlieren wir einfach unsere Prämie, die wir bezahlt haben. Die Prämie, die wir bezahlt haben, sind genau diese 90 Dollar, die Sie gesehen haben. Also 90 Cent ist immer mal Faktor 100. Das heißt, mein maximales Risiko für eine Option sind 90 Dollar. Und wie sieht denn mein maximaler Gewinn aus? Ohne jetzt dieses Chance-Risiko-Profil zu sehen, können Sie sich das immer ganz einfach ausrechnen. Das ist das, was ich zu Beginn meinte. Sie können von vornherein schon sagen, was ist maximales Risiko und was ist meine maximale Chance. Und zwar ist die maximale Chance einfach eins, die Differenz dieser beiden Strike-Preise. Das heißt, wir haben 17 und 13. Differenz davon sind 4 Dollar. Und davon muss ich nur die Prämie abziehen, die ich gezahlt habe. Das heißt, wir haben in der Form 3,10 Dollar, wenn wir 90 Cent zahlen, 3,10 Dollar Chance. Ich sage es jetzt immer ohne diese Faktor 100. Und wir sehen, wir haben ein viel, viel besseres Chance-Risiko-Verhältnis, als wenn wir die Aktie selber kaufen würden, weil wir können nicht mehr als diese 90 Dollar verlieren, aber haben auf der anderen Seite die Möglichkeit, 3,10 Dollar zu gewinnen. Natürlich muss man auch ganz klar mal sagen, was sind die Nachteile? Das muss in der Form bis zu dem 17. Juli passieren, weil wir an Laufzeit gebunden sind. Bei der Aktie haben Sie natürlich jetzt keine Laufzeit, aber Sie haben eine höhere Kapitalbindung. Sie können im Prinzip, wir haben es zwar jetzt gemacht, von vornherein nicht genau sagen, was der Chance-Risiko-Verhältnis ist, weil, sind wir mal ehrlich, auf null kann es nicht fallen, aber es kann natürlich mal über Nacht einen Sprung geben.
Das weiß man natürlich im Vorfeld bei der Aktie nicht. Bei der Option weiß ich zu Beginn des Einstieges, was riskiere ich und was kann ich maximal gewinnen. Ich kann auch genau ausrechnen, wenn er auf $16 steigt, der Preis, was ich da an Gewinn habe. Wichtig ist im Endeffekt immer nur, dass man diese Größen kennt und natürlich vorab sich irgendwo festlegt auf dem CAV, also auf dem Chance-Risiko-Verhältnis, was für einen in der Form jetzt wichtig ist und wo man auch damit leben kann. Und bei Debit Spreads halten wir es eigentlich immer so, die Chance muss deutlich größer sein als das Risiko, weil natürlich wir hier eins haben. Sie müssen ja auch sehen, der Preis muss natürlich deutlich steigen. Erst bei $13 läuft die Option ins Geld. Und Break-Even haben wir hier, sage ich mal, bei 13,90 für die nächsten 2 Monate. Also da ist einiges an Bewegung drin. Aber wenn Sie sich mal anschauen, was die Aktie in den letzten Tagen gemacht hat, gestern waren es, glaube ich, über 10%, heute ist es 6%, da war es ja auch schon mal 10% im Gewinn. Also da ist richtig Bewegung momentan drin. Und hier hat man natürlich auch genauso die Möglichkeit zu sagen, wir machen das alles mal ein Stück weit ja, defensiver. Was denken Sie denn, was ich jetzt umgekehrt zu dem, was ich gerade hier angesetzt habe? Sollten wir die Linie mal nehmen? Ich kann jetzt auch einfach sagen, ich gehe jetzt davon aus, American Airlines fällt jetzt in den nächsten Tagen nicht mehr unter diesen Bereich von, ja, nehmen wir einfach mal $9. Und auch hier nehmen wir eine Absicherung $7 dazu. Auch wenn ich jetzt nicht ganz genau den Preis getroffen habe, hier nehmen wir unsere Dialoge mal etwas anders. Das ist dann der Form eines Credit Spreads. Das werden Sie sehr, sehr häufig sehen, glaube ich. Sind, glaube ich, auch so, gerade für Einsteiger würde ich jetzt mal sagen, so die sehr gebräuchlichen Optionen, dass man sagt, man hat eine Option, die man verkauft, wo man eine Prämie bekommt und man hat eine Option zur Absicherung, falls es doch mal stärker nach unten geht, wo man einfach dann auch eine gewisse Sicherheit mit hat. Das heißt, wir nehmen das mal raus und schauen uns mal genau die umgekehrte Kombination an. Also das war gerade eben ein Debit-Call-Spread. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie sieht denn das für einen Credit-Spread aus? Und wir, glaube ich, wenn ich jetzt wenn ich mit Ihnen jetzt wetten sollte, würden die meisten sagen, ja gut, die nächsten 2 Monaten, ja, Reiseverkehr wird wieder anlaufen. Es gibt sicherlich irgendwie auch da staatliche Programme, Förderungen. Man kann natürlich hier oder sollte auch dann nochmal in die News gehen. Aber ich glaube, da würden viele sagen, ja, die Wette würde ich mitgehen.